Irgendwann kommt wirklich der Zeitpunkt, wo die Tür geschlossen ist. Der Zeitpunkt kommt, wo Jesus Christus wiederkommt und wo es darum geht, dass wir ihm entgegengehen. Der Zeitpunkt kommt, wo wir so bereit sein müssen, dass wir auch unterwegs genug haben, um Jesus entgegenzugehen. Was müssen wir genügend haben? Was ist mit diesem Öl gemeint? Der Text, der in Kombination heute steht am Fest der heiligen Cäcilia, der meint mit Sicherheit die Liebe. Dieses Öl ist die Liebe. Wie viel Liebe habe ich in meinem Herzen für Jesus? Und es geht darum, dass wir viel Liebe sammeln. Und wenn Jesus von diesem Öl spricht, hat Jesus vielleicht auch an diese Frau gedacht, diese Sünderin, die bei einem Essen, beim Gastmahl an ihn herangetreten ist, die geweint hat, seine Füße mit Tränen dann gewaschen hat, dann dieses Salböl, das sie gesammelt hatte für einen Bräutigam, den sie nie hatte, aber sie hatte Liebe gesammelt. Sie hatte viel Liebe gesammelt. Und dieses Salböl über seinen Kopf, über sein Haar ausgeschüttet hat. Und Jesus wird dann zu diesem Mann, zu den Pharisäern, die beim Gastmahl waren, sagen: Du hast mir keinen Kuss gegeben, du hast mir nicht die Füße zur Begrüßung gewaschen. Diese Frau aber hat mit ihren Tränen, hat sie meine Füße gewaschen und mit dem Öl, das sie gesammelt hatte für ihren Bräutigam, hat sie mich gesalbt. Wer viel Liebe hat, der wird viel vergeben werden, sagt Jesus. Liebe Brüder und Schwestern, es geht um die Liebe. Sind wir jetzt bereit für Jesus? Sind wir jetzt schon bereit für Jesus? Diese Frage müssen wir uns echt stellen. Jesus kann kommen zu einer Zeit, wo wir es nicht wissen. Und so heißt es auch am Ende des Evangeliums: Seid also wachsam, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Und wenn ich jetzt dieses Wort wieder gelesen habe, und gerade wo ich es gelesen habe, seid wachsam, dann ist mir ins Herz gekommen: Seid Liebende. Seid Liebende. Wachsam heißt in Liebe leben, in liebender Erwartung, in Sehnsucht auf dieses Kommen des Herrn Jesus Christus. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Gott die Ehre geben, so wie die heilige Cäcilia, die Gott gelobt hat und auch deswegen die Patronin der Chöre, der Sänger und der Musikanten, der Musiker geworden ist. Sie hat in Liebe gelebt, im Lobpreis. Zentrum ihres Lebens, der Fokus ihres Lebens war Jesus Christus. Und er hatte höchste Priorität. Bereit sein heißt also lieben. Wachsam sein heißt lieben. Paulus schreibt in 1. Korinther 13. Kapitel dieses berühmte Hohelied der Liebe, wo er von allen möglichen Gaben und Talenten, Charismen spricht, und die nicht herabwürdigt, aber er sagt: Zum Schluss aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Und das spricht er für jede Zeit, aber das gilt auch, und ich glaube ihm sehr stark gemaß, für unsere Zeit. Zu glauben an Jesus Christus, auch Glauben ist ein Akt der Liebe. Zu hoffen ist auch ein Akt der Liebe. Auf wen setze ich meine Hoffnung? Am größten aber, sagt Paulus, ist die Liebe. In der Liebe fallen Glaube und Hoffnung zusammen. In der Liebe, da ist unser Herz wach. Es ist wach für den Bräutigam, für Jesus, der kommen wird. Wir beten im Vaterunser: Dein Reich komme. Jesus, deine Herrschaft komme. Ich sehne mich danach, Jesus, dass Recht und Gerechtigkeit in diese Welt kommt, die von dir kommt, wo alle Menschen wirklich respektiert werden, wo alle Menschen einen Platz haben, wo sie angenommen sind, wo sie ihre Würde haben.
dein Reich komme. Und sein Reich ist schon mitten unter uns. Und durch uns, durch die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unser Herzen, ist dieses Reich nicht nur in uns, sondern kommt es auch zu unseren Mitmenschen. Auf die Liebe kommt es letztendlich an. Liebe Brüder und Schwestern, seien wir bereit. Bitten wir den Herrn, dass er das Gefäß unseres Herzens mit reiner, mit heiliger, mit seiner eigenen Liebe immer mehr erfüllt. Das können wir nicht tun, aber wir können uns bereithalten und wir können sagen, Jesus, hier bin ich. Und ich sage euch ein kleines Zeugnis. Ich weiß, es ist kein großes Zeugnis. Manche fragen mich, ja, was soll ich tun während der Anbetung? Anbetung ist ein Geschenk, das wir dem Herrn machen zunächst. Bei der Anbetung sagen wir und sage ich, Jesus, wenn ich jetzt hier bin, dann deinetwegen. Und das ist schon genug bei der Anbetung. Dann brauchst du nicht mehr viel Texte, nicht mehr viel Bücher und so weiter. Jesus, deinetwegen. Und so bitten wir den Herrn, dass er unser Herz füllen will durch das Wort der Heiligen Schrift, durch die heiligen Sakramente, die wir lieben und die wir empfangen möchten und gerne empfangen, aber auch durch Anbetung, Jesus, wenn ich jetzt hier bin, dann deinetwegen. An unserer Liebe wird Jesus, wird der Vater im Himmel uns erkennen. An unserer Liebe, die die Liebe Gottes ist in unserem Herzen, wird die Welt durch uns auch Jesus und Gott den Vater erkennen. Möge er uns das alles schenken im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.